Ich fange an. Also, ich bin die Martina und ich kenne die Andi jetzt schon seit diesem Jahr 30 Jahre und habe mit ihr schon sehr viele Sachen gemacht, von Step Aerobic angefangen zu Gymnastik und naja, nach einer gewissen Zeit hat sie dann eine Yoga-Ausbildung gemacht und ich habe dann gesagt, okay, ich bin Versuchskanin und bin dann mit dabei geblieben und es macht mir nach wie vor Spaß und so. Ist sehr schön. Ja, mein Name ist Benny. Ich kenne die Andi schon seit ungefähr 15 Jahren und hatte damals ein bisschen große Klappe im Fitnessstudio, weil Yoga ist ja Yoga, Yoga ist für Frauen und der ist entspannt und nicht anstrengend. Dann hat sie mich mal eingeführt in Yoga und seitdem bin ich da hängen geblieben, weil es doch ganz cool ist. Jedes Jahr gibt es eine Steigerung beim Yoga und ja, ist top. Okay, ich bin die Silla. Und ja, ich bin durch Zufall zu Andi gekommen. Ich habe schon mehrere Anläufe mit Yoga gemacht, aber dann doch immer irgendwie aus Faulheit oder was wieder abgebrochen. Und als ich mitbekommen habe, dass sie jetzt hier Kurse gibt, habe ich gedacht, also jetzt noch einen Versuch gebe ich mir und habe das jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, angefangen und bin jetzt auch dabei geblieben. Und ich muss sagen, es tut mir sehr, sehr gut. Bei der Andi ist eigentlich für jeden was. Also sie hat auch verschiedene Yoga-Stile drauf. Viel mit, wenn man mit Kraft macht sie was. Auch individuell zum Beispiel, wenn viele dabei sind, die oder gerade Männer in dem Bereich, dann macht sie auch, stellt sie auch während der Stunde um, dass sie halt auch Kraftübungen einbaut oder man kann hinterher noch, haben wir einen Handstand geübt oder verschiedene andere Abschlusspositionen. Und also es ist wirklich für jeden was, für einen Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Ich kann jeden die Andi nur ans Herz legen, wer sich einfach mal auch mit Yoga richtig auspowern will und vor allem eine geile Kombi zu Ausdauersport finden will. Anfänger, für Fortgeschrittene, für Altgebliebene und alles. Also man kann es wirklich für jeden empfehlen. Es ist sehr anstrengend, aber man muss ja nicht alles perfekt können. Genau. Yoga ist ja auch der Weg. Genau. Und sie gibt uns ja auch Hilfestellungen. Sie verbessert was, wenn man sich falsch hinlegt. Also es ist interessant. Ja, mit ihrem Enthusiasmus reißt sie einen auch mit und ja, gibt einem ein gutes Gefühl. Ja. Ich würde die Andi auf jeden Fall empfehlen. Für mich ist es cool, weil es ein Ausgleich ist zum Rennradfahren und zum anderen HIIT-Training. Und es wird jedes Mal aufgedehnt und einfach, ja, es hilft in jeder Lebenslage. Weil sie eine super Yoga-Lehrerin ist, weil sie es versteht, alle zu motivieren, weil sie auf jeden sehr individuell eingeht. Auch wir haben ja manche schon einige Wehwehchen auch oder was weiß ich, mit dem Knie, mit dem Fuß oder sonst was. Und sie hat für jeden ja das Richtige dabei. Genau. Selbe Meinung. Ich habe von meinem Mann zu Weihnachten den Gutschein bekommen zum Alpaka-Yoga hier in Hundshaupten. Und naja, und jetzt habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Und ich muss sagen, es ist sehr beruhigend. Also die Tiere strahlen ja einfach eine Ruhe aus. Und wenn man sich darauf einlässt, ist das, ja, geht man danach weg und ist völlig entspannt. Ich würde sie auf jeden Fall empfehlen. Ich finde auch, dass sie eine sehr entspannte Art hat und eine angenehme Stimme. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass die Stimme angenehm ist, dass man da folgen kann und auch ihre Anweisungen, die sie gibt. Und die in dem Fall jetzt auch die Unterstützung, das kannte ich jetzt so überhaupt nicht, dass man sagt, man kriegt bestimmte Kissen, Polster und so weiter als Unterstützung dazu. Und das finde ich, macht sie auch super. Also sie hat eine sehr angenehme Art.